Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Happy Wheels heute mit dem Level hier. So. Escape the Box. Das mach ich doch gerne. Kenn ich das Level nicht schon? Mann, ey, boah, ey, das ist so kacke. Ich denk mir immer, das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor und es kann echt gut sein, dass ich genau das Level auch schon gespielt habe, weil ja hier auch irgendwelche Spackos immer hingehen und von anderen Leuten klauen. Versteht ihr das? My Blood 2 3D. Für alle Charaktere. Und ich nehme natürlich... Oh. Wer? Pogo Stickman? Bist du's? Ich glaub schon. Hä? 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 Wofür? Warum? Es ist einfach nur, um zu gucken, ob man das schafft. Ich hab's doch jetzt schon geschafft. Was ist los mit der Menschheit? Ich verstehe das nicht. Warum wurde das so gut bewertet? Kann man das mal bitte einer erklären? Ich verstehe es nicht. Rope Swing. Black and White. Oh, oh. Warte, oh, nee. Ja. Nein, nimm den Ball mit. Oh, Mann. Aber schön, wie die Leute einem dann auch immer erklären. Jetzt musst du Escape und R drücken. Das finde ich richtig nett. Oh, nee. Komm, ab nach unten. Hurry. Yeah. Warnung. Landminen. Langsam. Okay. Sieht genauso aus wie der Typ auf dem Bild. Und das hat es anscheinend auch gebracht. Dann halte ich mich mal... Ach! Lol! Ich dachte, ich wäre der andere. Das ist natürlich nicht so gut, wenn ich genauso aussehe wie der. Nein! Oh Mann. Das Problem haben Zwillinge bestimmt auch immer. Wenn ihr Zwillingsbruder stirbt, dann denkt der, wenn er die Leiche sieht, oh Mann, jetzt bin ich tot. Und dann fällt ihm auf, ach nee, doch nicht. Es müssen dann zwar ziemlich dumme Brüder sein, oder der eine Bruder muss ziemlich dumm sein, um das zu glauben, aber das gibt's bestimmt irgendwo auf der Welt. Komm. Ach, es war gar nicht... Ach so... Ich dachte, es musste so sein, dass ich da von der Mine getroffen werde. Weil ich habe ja alles schon vorher richtig gemacht. Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Komm! War ein ganz gutes Level, ja? Auf jeden Fall. Ein bisschen komisch, der erste Versuch, aber kann ich mitleben. Dann das Level von Nibble. Ja, yeah, Nibble! Spike Fall? Oh nein. Zu weit, viel zu weit, oder? Nee, doch. Das scheint aber ziemlich lange zu gehen. Komm, warst du wenig? Was? Nee, ich glaube, das ist sogar ganz gut. Boah, perfekt. Ah, nicht ganz perfekt. Ich wette sogar, durch irgendeinen doofen Zufall oder Bug schafft man es da zu überleben. Ich wüsste jetzt zwar nicht wie, vielleicht wenn man irgendwie... Nee, selbst wenn man sich vorher irgendwie mit den Füßen hier dran aufhängt und dann irgendwie, dass man... Ja, obwohl, nee, ich glaube, das müsste sogar gehen. Irgendwie, wenn ich hier mitgenommen werde von so einem Spike, dass dann eben meine Füße hängen bleiben, mich einmal so ein bisschen wegreißen und die Füße dann eben da stecken bleiben, aber mein Körper relativ unversehrt unten aufkommt, müsste man mal probieren. So ein paar tausend Mal, bis er klappt. Das Level für Gary Tubbats. Minigame. Oh. Alles zusammen, okay. Bot Run, Spike Fall, Harpoon Run, Stairway. Und dann habe ich gewonnen. Ja, perfekt. Erst recht, wenn man direkt am Anfang stirbt. Dann sieht man viel von den anderen Spielen, die da gerade aufgelistet worden sind. Oh nein. Timmy, lebst du noch? Oh Mann. Hallo? Wach auf. Hä? Oh Mann. Ach so, das soll einen bremsen. Kann ich doch nicht wissen. Komm schon. Ja. Oh ja, war so geil. Ja. Das
Spikefall. Da könnte ich runterfahren. Oh, 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 oh. Wir haben Gott sei Dank nur ein Bein verloren. Komm schon. Oh nein. Oh. Hä? Das war's? Hä? Alter, wie unfair war das denn? Och Mann. Nochmal von vorne. Ja, Happy Wheels ist halt echt nicht für sowas. Genau. Gemacht. Für so lange Level. Also, na, ja, ist ja nicht lang, aber es ist halt übelst nervig, dass man nirgendwo speichern kann. Nein, 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 nein. Lebe ich noch, lebe ich noch, lebt Timmy noch? Sind ja alle tot. Oh. Das ist ein bisschen schwer. Oh nein, 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 nein. Oh Mann. Timmy? Nee, du auch nicht. Wir haben bis jetzt echt. Also, das gab's ja schon mal, dass ich mit Timmy dann Level abgeschlossen habe. Das ist viel zu selten. Und ich glaube, den Run kann ich auch vergessen. Timmy! Hä? Oh, er wollte noch zum Vater. Alter. Hä? Der lebt ja noch. Hi, Timmy. Hallo. Hä? Bleibt der jetzt echt? Das kann doch nicht sein. Komm schon. Ich meine, ich werde wohl kaum wieder aufs Fahrrad aufsteigen können, aber wir wissen, dass er lebt. Timmy ist tot, ja. Ist aber klar, ohne Kopf. Ist aber lieber nicht mal Zombies. Warum bremse ich nicht? Ich weiß ganz genau, dass da eine Mauer kommt und ich denke mir, nee, ich muss durchdrücken. Genau so. Komm, nach hinten. Wie man das im Nachhinein noch lenken kann. Bisschen schneller jetzt. Bisschen schneller. Ich brauche Timmy. Ich brauche Timmy dafür. Das wär... Und da kommt nur eine Harpune. Nein. Hä? Jetzt kam keine Harpune mehr, sondern ich bin einfach nur geplatzt. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Warte mal, ich probiere was. Okay, ich schaff's trotzdem, auch wenn ich hier Kacke mache. Sehr gut. Ich würde Timmy gerne darunter kicken. Warte mal. Komm, wir nehmen nicht mit. Wir nehmen nicht mit. Nein, nein, nein. Alter, du bleibst. Ja. Nein, komm da mit. Komm schon. Ach. Oh Mann. Ah. Mir geht's noch gut. Geht's mir noch gut, ja, ne? Ja. Kann man noch ändern. Oh oh. Und ich verliere ausgerechnet den Kopf. Gut. Ich mach das jetzt. Ich werde das jetzt schaffen. Ich muss einfach mal. Oh, ich lebe noch. Okay. Ich muss es einfach mal schaffen, zu bremsen bei den einzelnen Endings. Wie auch immer man das nennen will. Kommt schon. Und er. Timmy? Selbst Timmy ist tot? Nee, ah, der muss sie erstmal befreien. Warte, Papa, ich komm. Nein! Oh. So nah, aber doch so weit entfernt. Schon wieder. Ich bremse nicht. Mein Gehirn denkt sich. Oh, Flaschen, ja, Spaß! Und dann. Dagegen konnte ich nichts machen. Dann knall ich da immer wieder gegen. Ich kann's einfach nicht. Oder doch? So. Komm. Oh, oh, oh. Gut. Gut abgedämpft, Timmy. Leb ich noch komplett? Hä? Ich dachte, da wäre gerade was abgegangen. Das war dann anscheinend von Timmy. Oh. Ich will... Oh, ja. Gut. Stairway. Das klingt nicht brutal. Könnte man schaffen. Oh. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. Can't touch this. Ja. Ich hätte aber eigentlich schon vorher gewonnen, weil ich ja dann alle Münzen gehabt hätte. Hm. Komisch. Komisch at level. Don't move 3. Ja, das haben wir uns jetzt verdient. Ich mache einfach gar nichts. Oh Mann. Man müsste einfach echt mal einen 2 Minuten Happy Wheels Film machen. Wo einfach sowas passiert, nur in echt.
Sieht im Endeffekt wahrscheinlich richtig ekelhaft aus, aber egal, ich mag das bestimmt trotzdem. Oh. Ja doch, der hat sich schon richtig viel Mühe gegeben. Hey. Hing da einfach noch. Krass. Wie viel Spaß so ein Herz auch im Nachhinein haben kann, ne? Ich will nicht irgendwie mein Herz spenden, wenn ich sterb. Ich will sowas erleben. Ja, komm und, oh, ja, hui. Wird's kein Spaß. Allerdings wäre das Herz danach ziemlich matschig. Ah, man müsste es vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, mit ihm was füllen. Ich weiß nur nicht mit was. Mit Gummi. Mit einem Fußball. Ja, einfach einen Fußball reinstecken. Boah, was geht denn ab, ey? Was geht denn da ab? Da frage ich mich gerade, wie hart könnte man so ein Level strecken? Normalerweise ja richtig extrem. Denn du könntest von ganz oben links so ganz, ganz leicht das Herz rollen lassen. Aber erstmal müsste man das Herz irgendwie also rausbekommen, sodass man damit überhaupt irgendwas machen kann. Boah. Ja, da könnte man ein richtig extrem langes Level draus bauen. Der denkt sich, okay, ich mache nochmal schnell einen Don't Move und dann geht das einfach mal eine halbe Stunde lang. Von Leolo, Herr Bergmann. Oh. Ach, ich darf wieder spielen, okay. Komm schon. Ja. Nein, 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 oh. Oh, nee. Hä? Warum fängt mich das nicht auf? Okay. Oh. Ja, komm, komm. Rette mich, Glas. Rette mich. Ich lebe noch. Ich bin der Beste. Ja. Er lebt einfach noch und er sitzt. Ihm fehlt zwar irgendwas. Sein Fuß. Und sein Bein. Aber er hat genug Essen. Und langweilig wird ihm auch nicht, weil hier noch ein paar Leichenteile von einem Kollegen stehen. Sitzen. Liegen. Sir. Matrix Slow Motion Version 2. Ah! Nein! Das ist cool. Nein, nein. Ah. Nein! Nee, nee. Oh Mann, das geht gar nicht. Nein. Schnell noch mal Alkohol trinken, ja. Hä? Ach so, ich dachte erst, das wäre irgendwie zwischen die Beine gerutscht. Oh ja, mit dem Stuhl kann ich's blocken. Nicht mit dem Alk. Oh Mann, der denkt nur ans Trinken. Warte mal. Ja. Ich glaube, er versteht nicht ganz, was ich vorhabe. Der Charakter. Ah, das geht. Sekunde, ich schaffe es unversehrt. Ich habe da jetzt eine. Hä? Es geht einfach durch? Oh Mann, das war aber schon ein cooler Ansatz. Oh yeah. So geht's natürlich auch. Und einfach wieder hinsetzen. Da könnte man auch voll die coolen Tricks machen, glaube ich. So nur wissen wie. Ja! Ich hab's einfach hingekriegt, mich zu köpfen damit. Wie geht das denn? Jetzt schaffe ich's irgendwie immer. Richtig merkwürdig. Setz mich einfach wieder hin. Was los? Ich bin Styler. Lebt er noch? Ja, er lebt noch, aber er ist so am Limit. Der war richtig am Limit. Nein. Oh Mann. Was ist, wenn ich gar nichts mache? Ach, schade. Oder? Nee, ich lebe nicht mehr. Flieg! Ich lebe noch! Ja! Da ist eine Mine. Ja, die will ich haben. Hä, woher kam die denn? Da war doch gerade eine Mine, oder nicht? Ich habe bestimmt Einbildungen.
gehabt. Keine Ahnung. Verstehe nicht. Ein Fehler in der Matrix vielleicht. Gut, aber ich würde sagen, das war's. Wenn nicht, wenn ihr den Part bewerten würdet, guckt euch am besten noch das PvP-Event an. Das vorletzte. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, denn wir haben gerade noch Donnerstag und wir nehmen das erst am Freitag auf. Also wisst ihr jetzt gerade mehr als ich zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht habe ich gewonnen. Vielleicht bin ich nach 5 Sekunden gestorbt. Oder... Die Map ist abgeschmiert und keiner hat gewonnen. Ja, so wird das bestimmt passiert sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.